Tooncoin, Bitcoin, BNB, Solana, Ethereum. Das sind die fünf Projekte, die in der Vergangenheit einen niedrigeren Preis-Drawdown hatten als der gesamte Altcoin-Markt. Schaut euch das mal an. Umso tiefer wir in diesen Altcoin-Markt reingehen, umso kühler, umso unfruchtbarer wird es, umso weniger Profite fahren wir ein. Was wir natürlich machen wollen, wir wollen mit einer Strategie hier in diese Bereiche reinkommen, wo es überhaupt profitabel ist, wo es rot ist, fruchtbar ist, wo all das, worin wir investieren, auch aufgeht. Denn das können wir in einem Altcoin-Markt, in einem Altcoin-Bullrun auch wesentlich einfacher erreichen, als wenn wir in solchen Zeiten uns befinden. Und hier nämlich muss die Strategie nämlich sitzen, weil aktuell ist das eine Wüste voller unfruchtbarer Boden. Viele Projekte gehen nicht auf, aber es gibt tatsächlich Strategien, woran wir uns halten könnten, die nicht simpler sein könnten, und all das werden wir im heutigen Video gemeinsam besprechen. Wie immer lade ich euch herzlich ein hier auf meinem Kanal. Hinterlasst doch gerne ein Abo, hinterlasst gerne ein Like. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Ich gebe mir immer so viel Mühe mit dieser Arbeit und generell euch Investoren auch so diesen Weitblick mitzugeben. Und wir beginnen auch direkt hier mit dem Video nach dem Disclaimer. Und ich denke, wir als Investoren versuchen immer wieder, das nächste große Ding zu finden und irgendwie etwas zu finden, wo der Markt komplett revolutioniert wird. Wird aber schwieriger sein, wenn wir in solchen Bewegungen, in solchen Umfeldern wie uns bewegen, weil das ist eine Wüste da draußen mit nicht so nahrhaftem Boden, wie es 2021 der Fall war, wo wirklich jedes blinde Huhn ein Korn gefunden hat. Da war es, da musstest du kein Investor sein. Da brauchtest du nur einfach irgendwas auswählen und investieren und schon ist es halt aufgegangen, weil einfach viel mehr Geld in diesen Markt reingeflossen ist. Und aktuell haben wir weniger Geld und aktuell muss halt unsere Strategie jetzt sitzen. Und eines der besten Strategien, die ich in der Vergangenheit häufiger gefahren habe, war tatsächlich auf die Layer One Blockchain Strategie zu setzen. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal diese Grafik nochmal anschauen, was fällt euch auf, wenn ihr die Top 5 der Projekte bewertet? Da fällt uns eine Sache auf, und zwar die Top 5 der Projekte, die einen geringeren Preis Drawdown hatten, waren überwiegend Projekte, die eine Infrastruktur haben, eine Layer One Blockchain sind, und somit ist diese Strategie auch eine der besten Strategien in Zeiten voller unprofitablen Zeiten, darauf auch zu setzen, auf Blockchain-Infrastrukturen zu setzen, ohne jetzt auf irgendwelche DeFi-Protokolle zu gehen, ohne viel KI hier und da, Oracles und so weiter, ist das eine altbekannte und altbewährte Strategie, wo auch viele Investoren darauf schwören, weil wir einfach in der Vergangenheit, und das war es von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr, mit dem Narrativ Layer One Blockchains die besten und profitabelsten Möglichkeiten eingefahren haben, um richtig gute Gewinne überhaupt zu erwirtschaften. Und aktuell zeichnet sich hier nämlich etwas ab. Ich meine, ihr wisst ja mittlerweile, jeder, der auf diesem Kanal hier unterwegs ist, wir haben in Solana investiert, wir haben in Ethereum investiert, Tooncoin ist mit dabei, BNB habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, aber ich denke, das könnte auch womöglich eine Möglichkeit sein, weil es einfach zu sehr mit CZ in Verbindung steht. Aktuell zeichnet sich hier wieder was ab. So. Wir müssen immer diesen Weitblick haben und heute ist es tatsächlich Sui. Warum ist jetzt Sui gerade so in meinem Spotlight? Und zwar hängt es tatsächlich mit Grayscale zusammen, denn die haben vor 10 Stunden tatsächlich Sui mit bekannt gegeben, dass sie nämlich Sui zu ihrem Sui Trust mit aufnehmen, und das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Nachricht, hat für viel Aufwind gesorgt, natürlich auch preislich hat das Ganze einen spürbaren Impact hinterlassen und wir sehen auch preislich, dass wir uns bei Sui oberhalb des 200er EMAs befinden und auch eine starke Tendenz auch aufweisen, laut dem MACD und laut dieser ganzen Preisbewegung tatsächlich jetzt mittlerweile auch einen Punkt erreicht haben, wo wir gerade über eine Trendumkehr sprechen können. Ja? Und das wird sehr, sehr interessant werden. Und ich möchte gerne hier zwei Sachen mal ansprechen. Es gibt immer zwei Arten von Hypes. Und zwar einmal der Hype rund um KPIs. Das ist tatsächlich Solana. Weil wenn wir sehen, Solana macht so vieles in der KPI, vieles in der Blockchain, hohe Transaktionen, hohe tägliche Adressen, hohe Fees und so weiter, mehr als Solana, mehr als Ethereum, dann ist das ein Hype, der auf Grundlage von KPIs basiert. Wir haben aber auch natürlich einen Hype, der auf Grundlage von News basiert, ohne dass die KPIs wichtig sind. Das sollte ganz, ganz wichtig sein für alle Investoren da draußen, denn wir haben Sui, wir haben die Aufnahme in ihrem Grayscale Trust und das hat sehr, sehr viel Aufwind gesorgt. Ich meine, preislich hat das schon einen Impact gehabt.
Trotzdem müssen wir immer wieder in der Lage sein zu überprüfen, inwiefern das nachhaltig ist. Und trotzdem ist Sui schon sowieso seit einiger Zeit auf meinem Spotlight für die Leute, die Sui nicht kennen. Es ist ein Fork aus dem alten Diem-Projekt von Meta. Und es gibt eigentlich im Grunde drei Hauptmerkmale rund um Sui. Und zwar, dass sie die Programmiersprache Move besitzen neben Aptos. Ich glaube, das sind jetzt so die zwei Projekte, von denen ich weiß, dass sie die Programmiersprache Move besitzen. Und das soll insgesamt das Trilemma besser lösen als Solidity oder Rust, also generell die Programmiersprache, und hat eine horizontale Skalierbarkeit. Also es passt sich in Echtzeit an Nachfrageänderungen an und es hat eine parallele Transaktionsverarbeitung und somit soll mehr Effizienz durch parallele Transaktionen-Validierung durchgeführt werden. Also generell stimmt das Konzept rund um Sui, generell stimmt dieses Narrativ rund um New Generation Blockchains. Und was wir jetzt machen werden, ist, dass wir die Blockchains miteinander mal vergleichen. Wir gucken, was ist eigentlich dran mit den News, ob es jetzt ein Hype rund um die News ist oder ob es ein Hype rund um berechtigte KPIs geht. Und das finden wir raus, indem wir uns die On-Chain-Daten dazu anschauen. Wir haben Solana, wir haben Aptos, Sui und Base. Ich denke, das sollte einfach repräsentativ für uns sein, um einfach mal zu schauen, unterschiedliche Blockchains zu wählen, aber trotzdem auch Aptos mit reinzuwählen, weil auch Aptos die Programmiersprache Move besitzt und bei der Base Blockchain, ja, weil es einfach die Layer 2 Solution von Ethereum ist, gerade auch wertversprechender ist. Natürlich hätte man noch einen Arbitrum reinnehmen können, aber ich denke, das ist soweit erstmal klar und eindeutig. Und wir sehen auch in den täglichen aktiven Adressen, dass wir mehr aktive Adressen auf Sui haben als auf Aptos, hätte ich nicht gedacht. Und wir haben auch die täglichen Transaktionen, haben wir mehr Transaktionen auf Sui als auf Aptos. Ich will fairerweise sagen, ich habe immer wieder gesagt, bei diesen ganzen Next Generation Blockchains, die wir vor uns haben, ist immer so Aptos und Sui beides immer so gleich auf gewesen. Aktuell zeigen aber die Daten, dass die Richtung mehr in Sui hinübergeht und ich tatsächlich sogar darüber nachdenken würde, ob ich einen Teil meiner Aptos liquidiere, um auf Sui umzusetteln. Und wir haben natürlich auch hier viele, viele weitere KPIs, die, wenn wir nur auf Sui und Aptos schauen, mehr für Sui sprechen als auch für Aptos. Was sagt uns das eigentlich? Also das sagt uns erstmal Folgendes. Wir haben erstens die News darüber, dass Grayscale Sui in ihrem Trust Fund mit aufnehmen will. Das ist erstmal eine gute Sache. Positiv für die News, positiv für den Preis. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ein sehr, sehr schlechtes Umfeld, eine Wüstenlandschaft aus wenig Profit. Das heißt, wir müssen schon gut entscheiden, worin wir investieren. Aber wir wissen auch zeitgleich, dass bei den Layer 1 Blockchains auch eine gute Möglichkeit mit einhergeht, um weitere in solch negativen Bedingungen auch gute Profite mit einzufahren. Wir wissen aber auch zeitgleich, dass wir nicht nur das nächste große KI-Ding suchen sollten, sondern wir sollten auf altbekannte Gewässer weiterhin bleiben und auf Infrastrukturen setzen. Und damit halte ich Sui für einen ebenbürtigen Kandidaten, wenn wir auf die nächste Generation der Blockchains blicken und schauen. Denn ich meine ja nur, Solana hat es halt vorgemacht. Wo keiner an Solana vertraut hat, ist Solana aufgegangen. Und mittlerweile kommt dieses Narrativ so ein bisschen, diese Layer-1-Blockchains, die eigentlich immer wieder in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark war, wieder. Und damit halte ich Sui für einen ebenbürtigen Kandidaten. Verstehe, by the way, auch nicht, warum Aptos viel weiter vor ist als Sui. Ich meine, die Daten sprechen ja für sich, wenn wir in die On-Chain-Daten schauen. Eine Sache, wenn ihr irgendwo irgendwas investiert, ja, keine finanzielle Beratung. Trotzdem schaut euch die Vestings auch nochmal an. Also Sui hatte eine richtig starke VC-Runde. Viele VCs sind günstig investiert. Und aktuell beginnen die Vestings. Sie sind zwar linear, aber wir haben auf Sui einen sehr, sehr hohen Verkaufsdruck. Das solltet ihr als Investoren berücksichtigen, wenn ihr in Sui investiert. Aber so generell gehen wir natürlich hier so davon aus, dass wir Profite einfahren und wir versuchen das Ganze aus einer strategischen Blickwinkel zu betrachten. Ich will natürlich auch deine Meinung wissen, ja? Wie du das Ganze siehst. Schreib das gerne in die Kommentare und wir sehen uns auch morgen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.